2017 feiern wir ja 500 Jahre Reformation. Und ein wichtiges Ziel der Reformation war, die Bibel zu wiederentdecken, wiederzubeleben und unter das Volk zu bringen. Etwas, das wir heute dringend auch wieder nötig haben. Mit dem Fastengebet möchten wir mithelfen, dich herauszufordern, das Wort von Gott neu zu entdecken, dich zu vertiefen drin und den gewaltigen Segen, der auf dem Lesen und auf dem im Herz bewegen und auf dem Umsetzen vom Wort von Gott liegt, zu entdecken. Der Martin Luther, der Reformator, hat den Psalm 119, wo wir dich zur Fastenzeit einladen, zu studieren, der hat dem Psalm 119 den Titel gegeben, das goldene ABC. Und es ist so, dass der Psalm 119 im hebräischen Alphabet folgt. Immer 8 Strophen fangen mit dem gleichen Buchstaben an, sodass man durch das ganze Alphabet kommt in 22 Strophen mit je 8 Vers. Und wir tun in den nächsten 40 Tagen die 8 mal 22 oder die 22 mal 8 Vers studieren, darüber meditieren und eben den Segen kennenlernen, der auf dem Wort von Gott liegt. Auf den ersten Blick ist es ein bisschen ein Durcheinander, der Psalm 119. Man muss ein bisschen genau hinschauen und merkt, in jeder Strophe gibt es doch einen inhaltlichen Akzent, eine besondere Bitte oder Sachen, die sich wiederholen, wo der Psalmist betet um bessere Einsicht oder wo er sich entscheidet für etwas oder wo er eine Verheißung besingt oder wo er Gott dankt. Ein Beispiel ist gerade im ersten Vers, wo es heisst, glücklich sind die Menschen, die ihr Leben aufrichtig leben, die das Gesetz des Herrn befolgen. Glücklich sind die, die sich an deine Weisungen halten und dich von ganzem Herzen suchen. Da geht es darum, wie wird man eigentlich glücklich? Und 3 Sachen sind da genannt. Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit und Gott von ganzem Herzen suchen. Also, wenn du das Wort von Gott studierst, wirst du glücklich. Oder ein anderes Beispiel im Vers 45, was heisst wörtlich, ich werde wandeln im weiten Raum, denn nach deinen Vorschriften habe ich geforscht. Ich werde wandeln im weiten Raum. Es wird uns weit ums Herz, es wird uns weit im Leben, wenn wir unser Wort von Gott vertiefen und das auch erforschen. Das habe ich selber erlebt, dass das so ist. Der Psalm 119 ist voller Verheißungen. Entdeck sie in den nächsten 40 Tagen. Vertief dich in das Wort. Benutze unsere Broschüre, die wir bereitgestellt haben, die du auf fastengebet.ch abladen oder bestellen oder wo du im Handy als App abladen kannst. Und das begleitet dich durch die 40 Tage. Ich freue mich, wenn du dabei bist und mithilfst, dass das Wort von Gott nicht nur in deinem Leben, sondern durch dein Leben auch anderen Menschen wieder zugänglich gemacht wird.